So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Darkness 2. Wir sitzen immer noch in unserer Villa hier und ja, ich werde jetzt dann mal in den Fahrstuhl gehen und dieses Mal die Mission auch beginnen. Die Mission der Rache. Nein, ich weiß nicht genau. Wir wollen. When we was kids, Hören wir ihm Mary erst were mal zu. broke, but she always found a way to have a good time. One time for my birthday, she snuck us into a roller rink. Some kid was having a party and it was so big, they didn't notice a little girl helping herself to some cake and some presents. All for me. Best birthday I ever had. She snuck us into movie theaters, conned our way into bars, whatever. And whenever we got busted, she was just as good at getting us out as she was getting us in. She could con her way out of anything. But I should have known. Luck like that can't last forever. Okay. Wir sind nämlich auf der Mission, unsere Tante zu rächen, die ja letztes Mal mit einem Messer niedergestochen wurde. Ah nee, die wir letztes Mal beerdigt haben sogar. Oder nicht so ganz, weil wir dann gestört wurden auch dabei. Aber ja. Lassen wir mal ein bisschen die Atmosphäre auf uns genießen. Auf uns wirken. Wir sind in einem Vergnügungspark. Jenny? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Wie schon wieder? Was zum... Okay, es geht wieder mit diesen... Kann man sich doch ducken in diesem Spiel? Ich wüsste dann aber gerne mal wie, weil... Oh mein Gott, man kann sich ja ducken! Ich weiß noch, in der zweiten Folge oder so habe ich mich gefragt, ob ich mich ducken kann, um... Also ist es nicht die Dunkelheit, die uns diese Halluzinationen gibt, sondern irgendetwas anderes. Wahrscheinlich wir selbst, weil wir sie nicht vergessen können, ne? Oder er selbst, weil er sie nicht vergessen kann. So eine Art. Zumindest. So, weiter geht's. Hier hoch. Ah, da ist er ja wieder. Schauen wir mal, was wir hier haben. Vielleicht kann ich ja noch was Nützliches freischalten. Was habe ich denn hier noch? Das habe ich ja schon komplett. Ja, dann kann ich es öfter machen. Ah, ich brauche noch mehr. Okay, dann spare ich da drauf. Irgendwie finde ich die anderen Sachen gar nicht mehr so praktisch irgendwie. Okay. Ey, das ist voll cool, oder? Dieses kaputt, dieser... Ich mag allgemein in Filmen und auch in Spielen kaputte Vergnügungsmärkte. Ob Silent Hill ist oder bestimmte Filme. Ich liebe das, wenn so ein bisschen kaputte Musik im Hintergrund läuft. Deswegen hat Bioshock auch so gut funktioniert, aus dem gleichen Grund. Weil das auch so eine runtergekommene Welt war. Aber so eine runtergekommene andere Welt, wie ein Vergnügungspark eben auch. Oh ja, werde ich. Nur $3. Wow. Ich bin wie ein großer blauer Bär. Shut up. Can you win me that big blue one? Pretty please? Win me a prize and I'll tell you a secret. But don't get any ideas. Okay. Schießen kann ich, ja? Das kann ich übrigens auch in echt sehr gut, ohne da jetzt prahlen zu wollen. Ich kaufe meistens an solchen Ständen 10 Schüsse und ich treffe die 10 auch. Ah, das sind ja unterschiedliche Punktzahlen. Oh. Ich spiele übrigens mit dem Xbox-Controller nochmal, falls jemand sich darüber lustig machen möchte, der soll jetzt mal vernünftig hingucken. Denn offensichtlich treffe ich doch ganz gut. Oh. Oh, und wie ich das schaffen werde. Oh ja, der blaue Teddy. Der gehört uns. Habe ich ihn? Was? Einen grünen Gremlin? Der sieht ja aus wie unser pinkelnder und pupsender Freund. Alter, ist die ätzend. Step right up. Everyone a winner. Win more to win bigger prizes. Jenny, I gotta go. Jenny, I... What's the matter, Jackie? You look a little distracted. Alter, wer redet da? Wer spricht denn da gerade? Was? Was? Wieso ist auf einmal Licht hier? Komm jetzt... Sind da hinten Gegner? Boah, wer spricht denn da so mit mir? Von wo kommt das? Nein! Lass mich. Ich muss seine Rüstung noch kaputt machen. Oh shit. Den hätten wir das Herz noch nehmen. Habe ich ihn geblockt? Alter, was sind das für Arschlochgegner, ey? Oh Mist. Licht. Ich muss das Licht ausmachen. Kommt da noch einer? Herz einsammeln, bitte. Ich
ich mit denen mal. Ich glaube, ich sollte mir wirklich die Munition für die Lampen aufbewahren und die Gegner wirklich mit meinen Armen mal mehr. Ist es das Sonnenlicht oder wo kam das Licht gerade her? Okay, so, dann gehen wir mal Herz einsammeln. Sehr gut. Das war erfolgreich. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich kassiere. Nicht gut. Ich mach mal Kanalisierung. Das kann ich gerade gut. Ich kann ja auch durch Wände schießen, ne? Dachte ich zumindest. Hä? Ja, ich muss doch. Habe ich den erwischt vielleicht sogar durch die Wand? Kann es sein, dass ich den erwischt habe? Kann ich das Licht nicht ausmachen? Ah, Mist. Ich gehe mal andersrum. Ich gehe mal andersrum. Ah, kann ich nicht. Okay, ich gehe in diese Richtung. Ah, schade. Hi, wie geht's dir? Komm mal her. Was? Ich habe ihn gar nicht geworfen. Ist trotzdem gestorben. Da ist Munition. Sehr gut. Wieso ist das Licht jetzt hier aus? Du bleibst hier. Den schneide ich. Mist, ich hab doch kein... Wer hat da gerade noch auf mich geschossen? Hat der, als ich ihn getragen habe, noch auf mich geschossen? Oder was war das genau? Hier ist eine abgesägte. Ja, die hätte ich gern. Einmal durchladen. Ah, ist schon durchgeladen. Okay, dann geht's weiter. Wo kommt das Licht? Kann ich den treffen? Oh ja, kann ich. Just how we like it. Yeah. Oh, noch mehr Gegner. Oh, ich will den Propantank. Und zack. Oh, oh, der lebt ja noch. Lass das mit diesen blöden Lassos. Du gehst weg von mir. Komm her. Oh shit, ich hab kassiert. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Kanalisierung. Okay, den einen habe ich. Von wo schießt der andere? Geh down. Gut, dass man keine Munition für diese Kanalisierung braucht. Ach, ich brauche Herzen. Ich muss die Herzen einsammeln. Ich muss die Herzen einsammeln. Sonst ist es gleich ganz schnell vorbei mit ihm, ja? Okay, ja, ich glaube, ich kann einfach so weitergehen. Was liegt denn hier? Ist das ein Herz? Alter, mach das Licht aus! Mist, Mist! Licht aus! Oh Gott! Tageslicht! Nicht gut. Nee, ist kein Tageslicht. Ich muss das Licht irgendwie auskriegen. Eins habe ich. Komm schon! Yes! Nice! Muss ich mal selbst mich loben, weil sonst tut das ja niemand. Muss ich immer selbst machen. Oh, oh, komm schon. Oh mein Gott, wie habe ich den denn getroffen, dass der so schnell kaputt ging? Ah, das ist noch... Das ist ein Propantank. Na, freut ihr euch, dass ihr unter dem Licht steht? Jetzt ist es gleich aus. Jetzt ist es aus. Okay. Okay, ganz ruhig bleiben. Ich brauche irgendwas zum Schmeißen. Ich sammle erstmal das Herz an, damit ich wieder leben habe. Jetzt kann ich auch wieder rangehen. Oh fuck, das ist eine... Mist, das ist so eine Granate. Weg! Komm her. Oh, schmeiß ihn den an den Kopf. Ach, schade. So, und ich brauche Munition, mein Freund. Tut mir leid. So. Ich kann ja mal auch ein bisschen die Schrotflinte benutzen. Erstmal muss ich das Licht aber ausmachen. Komm schon. Kann ich den mit einer Tür spalten? Oh, was habe ich denn da aufgehoben? Oh. Ich hab seinen Oberkörper. Und... Oh! Die blöde Wand hat ihn geschützt. Mist. Okay. Kalaschnikow. Ja, die nehme ich gerne. Sehr schön, sehr schön. Okay, ich denke mal, wir müssen hier weiter. Alter, nein, Licht. Ich kann nicht mehr zurück, oder? Nein, die haben mich schon wieder gefangen. Ist hier irgendwo... Oh, ich dachte, die hätten mich schon wieder gefangen. Muss ja mal durch, Mensch. Okay, Licht aus. Ist hier noch irgendwas anderes? Nee, ne? Komme ich jetzt hier weiter, oder? Das geht doch gar nicht auf. Das geht doch... Ah, hier. Schon gefunden. Schon gut. Und zack. Alter, was die für Risse in die Wände auch machen. Wow. Da sind wir wieder. Oh Gott, wo kommt denn das Licht her? Licht aus. Ah, jetzt benutze ich die gute Kalaschnikow dafür. Oh, wartet. Komm schon. Ich treffe sie nicht. Alter, wie viel halten die denn aus? Und da ist schon wieder Licht. Warum laufen die von mir weg jetzt auf einmal? Naja, jedenfalls würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei, wenn es das nächste Mal weitergeht mit The Darkness 2.